Feuerwerksraketen, Steine, Splitter, Fensterglas. Drinnen hat man Todesangst, draußen hat man Spaß. Schieben alle Schuld auf die, die sowieso schon nichts mehr haben. Außer den Bildern aus der Hölle und den nie heilenden Namen. Ori Jalo war ein Zauberer, laut Polizeibericht. Vollführte im Verborgenen sein größtes Meisterstück. Hat mit Händen und mit Füßen fixiert an Grund und Wand, sich auf feuerfester Matte in Schutzhaft selbst verbannt. Wie man von Einzelfällen sprechen kann, ich werde es nie verstehen. Es gibt Menschen, die das wollen, die das alles gerne sehen. Tief in ihren Herzen heben sie die rechte Hand, zünden Krisenherde, hoffen auf den Flächenbrand. Wo bleiben die Beschwerden? Warum lassen wir das zu? Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Wo bleiben die Beschwerden? Wo führt das alles hin? Warum tun wir so, als wären wir blind? Wir schweigen ins Verderben, wenn wir tun, als ob nichts wär. Wir können was dafür, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Wo bleiben die Beschwerden? Es gibt nur einen Weg. Widerlegen, widersetzen, widerstehen. Die Tochter eines Gauners, eines Hehlers, eines Dealers. Sie konnte es kaum glauben, nach seinem Tod war sie so vieles. Doch nur weil er nicht von hier war, zahlte er mit seinem Leben. Hingerichtet mit 9 Schüssen, nur einer ging daneben. Staatsbeamte schreddern Akten, die Wahrheit schön verborgen. So bitter der Geschmack, wenn man dann liest von Dönermorden. Jedes Opfer wird entwürdigt. Jeder Mord wird eine Farce. Wo man nichts sucht, will man nichts finden. Bringt Familien um den Schlaf. Nur in Nebensätzen liest man dann vom großen Zeugensterben. Was sind hier jetzt Fakten und was haarsträubende Märchen? Unterdruckerscherze, Heuchelei und dreisten Falschaussagen. Wird die Würde unterdrückt, abgeschrieben und begraben? Wo bleiben die Beschwerden? Warum lassen wir das zu? Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Wo bleiben die Beschwerden? Wo führt das alles hin? Warum tun wir so, als wären wir blind? Wir schweigen ins Verderben, wenn wir tun, als ob nichts wär. Wir können was dafür, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Wo bleiben die Beschwerden? Es gibt nur einen Weg. Widerlegen, widersetzen, widerstehen. Und irgendwo hinter der Klotze endet unser Tellerrand. Und wir richten ohne Glatze ähnlich großen Schaden an. Nein, es sind nicht die paar Nazis, es ist unsere Ignoranz. Lieber Bild, GNTM und Dschungelcamp am Parkvorstand. Als wär's nicht in unserer Mitte, sondern nur am rechten Rand. Machen wir weiter unsere Witze über Gutmenschen im Land. Vergessene Geschichte wiederholt sich irgendwann. Ist unser Mitgefühl etwa an einem Flüchtlingsheim verbrannt? Wir tun, als ob nichts wär. Wir können was dafür, wenn wir uns nicht dagegen wehren.